Willkommen zurück zu Persona 5 3, Persona 5 3, ja, Persona 5 Royal. Keiner mich auf 3 gerade kommen. Aber ja, wir haben Rosses Möglichkeiten kennengelernt. Es ist interessant, was er so kann. Speaking of. Richtig, ich sollte noch etwas zu den Blumen sagen, die ihr sammelt. Aus irgendeinem Grund können sie Mentos nicht verlassen. Sie verschwinden dann einfach, seltsam. Aber es wäre schade, wenn eure gesammelten Blumen verschwinden. Das wäre Verschwendung, oder? Nicht vergessen, mir alles zu bringen, ehe du Mentos verlässt, okay? Das sollte reichen. Gut gemacht. Na, ich versuche das hinzukriegen. Ist gerade hinter mir das Item wieder gespawnt? Das habe ich doch niemals damals liegen lassen. Na egal. Was wollte ich jetzt machen? Ach ja, ich wollte endlich diese komischen Accessoires angucken, die wir bekommen haben. Nicht diese ganzen OP-Accessoires hier, sondern, warum haben wir eigentlich davon genau 9? Anstatt 10, wie bei allen anderen. Das ist so weird, oder? Lieutenant Commander Abzeichen gibt einen Lebensbonus, okay. Haftende Perle, Vergesslichkeit annullieren. Okay, wahrscheinlich ist es ein Statuseffekt, den man dadurch sich immun gegen macht. Dann lassen wir das sein und wissen, wie ich es beschreibe, was es ist. Das ist schon mal viel wert. Oh, warte mal. Ich muss noch wissen. Ring der Wollust, was machst du denn jetzt? Pokal des Meisters trägt ein Siegel des. Ja, wir haben jetzt eine andere Fähigkeit, oder? Mittlere TP-Regeneration und erhöht Angriff für einen Verbündeten für 3 Runden. Okay, also anstatt einfach nur zu heilen, was es vorher gemacht hat, weil vorher hat es ja einfach nur Diorama gemacht, haben wir jetzt die mittlere Heilung von Diorama. Zusammen mit einem Angriffsboost. Cool. Weißt du, wenn man halt die ganzen Accessoires benutzt, die man um die DLC bekommt, dann nutzt man die ganzen Sachen ja nie, wenn man eh schon so krasse Sachen hat. Das wäre ein bisschen schade, finde ich. Diese Sackgasse, okay. Rums. Ist nur Schlange. Bis gleich. Oh, eine Auszeichnung erhalten für vorbildliche Teamarbeit. Es gibt ja ein paar von diesen komischen Münzen, die ich wahrscheinlich eh kaum selten brauchen werde. Aber ich nehme es natürlich trotzdem gerne mit. Hier ist ein Schatten direkt auf der anderen Seite. Kannst du bitte woanders hinlaufen? Oder bist du in die Tür gebackt? Den anspringen, er hat geschlafen. Okay, deswegen. Interessant. Okay, machen wir zusammen den Kampf. Zoro! Boom! Boom time! We're done here. Let's go! Nice work, team! Ja, viele Frauen bringen hier einfach nicht mehr die meisten Gegner hier. Man, that was easy. Rustige Frauenrüstung. Ich habe halt diese Befürchtung, ich hoffe, dass diese wirklich unterscheidbar sind beim Waschen, weil es wäre blöd, wenn man die alten Rüstungen waschen würde, die eh nur scheiße sind. Also ich werde erstmal nicht mehr waschen, glaube ich, weil ich mir da so unsicher mit bin. Oh Mist, neu, wie ist wie er nachgespawnt? Schläft er vielleicht? Ja, dann lassen wir auch mal schlafen. Wir müssen ja nicht jeden mitnehmen, ist ja völlig in Ordnung. Das heißt, wir sind komplett erstmal in die andere Richtung gefahren. Okay, wir müssen eigentlich hier lang. Aber krass, wie schnell ja auch nicht nur Gegner spawnen, sondern auch Items. Wie gesagt, ne, solche Kämpfe, die wir schon kennen, die können wir uns sparen. Blumen. Ich sammle Blumen. Wow. Ist hier schon der Runterweg? Wahrscheinlich, oder? Nee, das ist eine Halle. Aber eine Halle ohne irgendwas. Ich sehe weder Gegner noch Schatztruhen. Das ist ein bisschen unheimlich. Aber der ganze Mentos ist ein bisschen unheimlich, finde ich. Man merken soll, wie viele Blumen braucht, irgendwie 80 oder so, ne? Für den richtig geilen Scheiß. Oh, da ist sogar so ein Stempelding. Aber bevor wir da runtergehen, können wir uns da vorne eben abbiegen, würde ich sagen. Hier ist nichts. Okay, dann ist gut. Dann gehen wir direkt weiter. Das solltest du vielleicht nicht. Ja, aber echt. Hey, dieser Stand hier. Schau, das ist doch der Stempelding, oder? Hat ich wusste vielleicht das gemeint? Wenn ich das sehe, kriege ich richtig Lust, einfach wild drauf loszustempeln. Skull, du echt ein richtiges Höhlenmenschenkind. Ja, dein Satz ist auch ein bisschen Höhlenmenschenkind, Morgana. Du echt ein richtiges Höhlenmenschenkind.
Es hat gesagt, wir sollten außer nach Blumen nach, auch danach suchen. Dann stempeln wir das mal ab, Joker. Gefunden. Bleiben die? Also anders als die... Wahrscheinlich bleiben die. Also nicht wie die Blüten. Die bleiben, dass wir das immer umverteilen können. Das sind ganz so diese komische Änderungsoptionen. Schätze ich jetzt mal so. Okay, gehen wir runter. Weil hier war auf jeden Fall noch nicht das Ziel. Die Sicherheitsstufen dieses Palastes ändern sich nicht, auch wenn einen Feind entdecken. Mementos ist anders. Die übrigen Paläste gehören einem Menschen. Dieser der Öffentlichkeit. So gesehen bräuchte es mehr als ein paar Eindringlinge, um die Sicherheitsstufe zu ändern. Man müsste etwas derart Schlimmes tun, dass einen die gesamte Öffentlichkeit als Feind ansieht. Aber das ist ja schon fast Foreshadowing. Also sei vorsichtig, okay, Eskal? Hey, halt die Klappe. Ich spüre unser Ziel irgendwo, in diesem Bereich. Lass uns diese Ebene absuchen. Okay. Ich würde mich halt freuen, wenn man hier speichern könnte. Ich weiß ja noch nicht, wo wir eigentlich überall hinreisen können mit Quick Travel. Ich kann hier nämlich nur zum höheren Bereich gehen. Ich habe das hier noch kein Quick Travel Ort. War hier ein Stempelding irgendwo? Nee, ne, wäre auch komisch gewesen, ne? Blümchen einsammeln. Ich glaube, wir brauchten 80 für diesen richtig geilen Scheiß. Wir kriegen wir 80 zusammen. Neue Ebene. Ich will die Gegner austesten, also. Let's go. Und ich will noch eine Person auf Platz 2, ne? Falls jemand mit möchte. Einigen von euch habe ich nicht mehr. Also, ich habe euch beide, glaube ich, nicht mehr. Ich kenne eure Schwächen nicht mehr. Wings und du warst Blitz? Ja. Aber ich glaube, die sind so schwach. Nee, nicht ganz, okay. Aber wenn ich schieße, wahrscheinlich. Bisschen SP sparen. Oh, sie spielt von sich aus, das ist gut. Dann komm mit. Dann nehmen wir dich direkt mit. Ich hoffe, ich habe dich nicht mehr dabei und du kannst immer noch als Fusion, als Fusionsmaterial dienen. Ich flehe dich an, bitte verschone mein Leben. Komm mit mir. Mhm, Silky, kennen wir ja schon. Willkommen, Silky. Wahrscheinlich nicht daran denken, immer alle zu lesen. Ist mir schon öfter eingefallen, dass ich das eigentlich machen wollte, also mehr lesen. Aber vielleicht können wir dann noch mal ein paar lesen von denen, die neu sind. Jetzt, wo ich gerade mal wieder dran denke, ne? Schleim hatten wir schon mal gelesen, ehrlich gesagt. Der ist nicht neu, aber Kodama ist auf jeden Fall neu. Engel, glaube ich, haben wir auch noch nicht gelesen. Der neunte der neun Engelsorden. Die sind den Menschen am ähnlichsten. Sie wachen über Individuen und warnen jene, die vom Weg abkommen. Kodama, japanische Pflanzengeister, geboren in Bäumen, die mehr als 100 Jahre alt sind. Es soll Unglück bringen, einen dieser Bäume zu fällen. Das ist ein Gegner bei einer Truhe. Und die will ich haben. Den erspare ich euch. Jo. Und übrigens habe ich jetzt gerade sicher festgestellt, dass die Knarre von Joker diesen Paralyseeffekt vor, also hier, erschaffen kann. Also wir können damit Gegner paralysieren. Das, was dieser Schockkram wohl heißt. Das ist gar nicht so schlecht. Und sie ist ja nicht viel schwächer als die andere Knarre, nur halt leider ein bisschen unpräziser. Aber ich behalte sie mir erstmal ausgerüstet. Oh, müssen wir da hin? Ja. Und der Typ, der vorschläft, das ist praktisch. Ich hoffe, der wacht nicht einfach so auf. Dann fahre ich mich noch ein bisschen weiter. Was ist das? Ach, ein Automat. Perfekt. Stempeln. Ich schätze, da oben geht's weiter, also weiter runter. Nee, also geht's generell auch weiter. Und danach vielleicht irgendwann weiter runter. Ja. Und das ist noch ein Automat, nehmen wir uns schon mal. Wir gehen natürlich noch nicht runter, ist klar. 3 von 8 Marken, jetzt könnten wir schon ein paar lustige Bonus aktivieren. Aber wahrscheinlich ist es immer in derselben Ebene, dann müsste ich jetzt wieder zurückgehen, wa? Ah, komm, machen wir erstmal den Kampf hier. Solange wir noch anständig ausgeruht sind und so. Ich wollte gerade sagen, ja, lass das bitte. Ich kann das Ziel schon spüren.
Sollen wir reingehen? Ich hoffe, wir sind gut genug, ja. Ich find's, das finde ich ein bisschen ärgerlich hier. Kann ich das echt schlecht machen mit dem Saven vorher? Um mich abzusichern, ne? Aber der letzte war ziemlich einfach, also auch wenn der schwerer ist. Das ist also Takanashis Schatten, ja? Wie der Typ die Leute mobbt, ist echt übel. Was man so hört, der presst die Leute vor allem und zockt ihnen Geld ab. Solche Sachen halt. Wenn wir ihm keinen Sinneswandel verpassen, wird er vielleicht noch schlimmer. Let's go. Los. Wir gucken kurz wegen Heilung. Ich habe noch recht viele SP, da kann ich vielleicht nochmal eben N voll heilen und sicher Yoshi voll heilen. Ich hoffe, es ist kein Fehler jetzt, ey. Ich hoffe, wir sind stark genug. Ich habe ein bisschen Schiss vor sowas. It's not my fault. Es ist nicht meine Schuld, sondern ihre, weil sie sich nicht gewehrt haben. Wow. Das ist ein Scheißgrund. Das ist doch kein Grund. Wie kann es bitte ihre Schuld sein, wenn du ihnen keine Wahl lässt, hä? Du bist echt unterste Schublade. Schwächere zu tyrannisieren, weil sie sich nicht wehren können. Was? Ihr mobbt mich doch auch. Seid ihr Phantomdiebe, so eine Art Gang oder so? Hüter der Gerechtigkeit am Arsch. Tut nicht so heilig, obwohl ihr keine Ahnung habt. Ein Jack Frost. Du bist es, der keine Ahnung hat. Erledigen wir sie. Okay. Der müsste eigentlich feuerschwach sein, wenn wir Glück haben. Außer natürlich hätte ich mich hier Bossregeln. Wie gesagt, ich habe nichts falsch gemacht. Hört mir zu, verdammt. Böser Touch. Oh Gott, direkt irgendwas Böses, Schlimmes. Was dumm ist, ich kenne halt die meisten dieser Schadensfekte jetzt gerade nicht einfach nur so. Ich denke mal nicht, dass es hungrig, vergesslich oder schlafend ist. Es sieht eher aus wie verflucht oder Angst oder so. Oh, der ist viel stärker schon mal als der andere. Okay. Ich weiß, seine Schwäche ist wahrscheinlich... Ja, ich würde lieber seine Angriffskraft erstmal schwächen, bevor ich jetzt sicher gehe, dass es vorher seine Schwäche ist. Danach hat er irgendwie andere Regeln, weil das ein Zwischenboss ist. Erstmal schwächen. Kann ich hier irgendwo... Nee. Nee, ich wüsste gerade nicht, wie ich nachgucken kann, welchen Effekt ich da eigentlich habe. Das wäre aber ganz praktisch. Wahrscheinlich geht's irgendwo, ich weiß gerade einfach nicht wie. Let's go. Aber ich kann schon irgendwann lernen, ne? Not this. Was? Oh, ich konnte es nicht angreifen, weil ich mitgenommen bin, okay. Glücksschlag. Vielleicht hat der eine hohe Chance auf Crits oder so. Guck mal, ob Feuer funktioniert oder nicht. Nein, siehst du, dachte ich mir schon. Ich habe schon befürchtet, dass er keine Schwäche haben wird. Verängstigung, okay. Er hat das bei mir gemacht, das heißt, ich bin verängstigt. Alles klar, du weißt, wie es, was ich habe. Das ist schon mal gut. Eigentlich können wir gut hier, sie bleiben, weil sie auch resistent gegen Eis ist. Falls er Eis nutzen sollte. Ich will die Muni mehr ballern, warum nicht? Dance Frost. Sie steht auf Munition geschockt und die kann jetzt diese Paralyse auslösen. Diesmal leider nicht. Wahrscheinlich ist er resistent dagegen oder so. Na gut, aber er trifft uns nicht sehr oft, das gefällt mir. Das war's für dich. Bisschen tankiger, aber sonst nicht so schlimm. Und all Level 13, cool. Power courses through me. Neuer Skill. Morgana lernt den Glücksschlag, den wir gerade gesehen haben. Winziger Körperschaden bei einem Gegner. Okay, also es ist einfach nur ein schwacherer Schaden als ein normaler Angriff. Hat aber eine höhere Chance, ein Crit zu sein. Wenn du critest, ist es ja... Kriegst du eine Runde mehr, ne? Weil du den Gegner auch downhaust.
Nicht mein Ding, weil ich nicht gern Glücksspiel betreibe. Auch nicht in Kämpfen. Aber gut zu wissen. Oh. Maradi, unser erster Flächenzauberspell. Damit können wir alle Gegner mit Feuer angreifen. Leichter Feuerschein bei allen Gegnern. Chance zu verbrennen zu verursachen. Aber wenn ich das nicht mache, tun sie mir weh. Ich will kein Geld mehr abgenommen kriegen. Was redest du da? Wenn ich ihn nicht ausnehme, werde ich gemobbt. Ich ertrage das nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ach so. Es steht doch ein größerer Tyrann dahinter, diesen Kerl, der hier Befehle erteilt. Hey, hast du nicht gesagt, die Leute sind selber schuld, weil sie sich nicht wehren? Bitte helf mir. Alles klar. Danke, oh danke, ihr wunderbaren Phantomdiebe. Der Typ, ey, bisschen wankelmütig, oder? Ja, wir sollten ihm trotzdem helfen. Ich verlasse mich auf euch. Ihr habt es versprochen. Schön, aber du entschuldigst dich gefälligst bei den Leuten, die du tyrannisiert hast. Cool, wir haben einen Schatz. Proteine, mal wieder. Gut. Das ist gut. Was machen wir jetzt? Weiterkunden? In diesem Gebiet gibt es keine Ziele mehr. Was jetzt, Joker? Vorsichtig. Wir wollen natürlich weitermachen. Wir sind so nah an dem Ausgang da vorne. Vielleicht kriegen wir da noch irgendwie sowas wie einen Quick-Travel-Punkt. Das hoffe ich nämlich immer noch sehr. Vor allem auch ein Ort, wo man vielleicht auch speichern könnte und so. Ja, lass uns noch etwas weiter vordringen. Und ich hätte nichts dagegen, 80 von diesen Blüten zu finden. Um entsprechend dann dieses SP-Heilungsset für Safe Rooms zu holen. Weil das wäre es auf jeden Fall wert. Du schläfst, das ist okay. Und hier ist noch jemand drin, der schläft, glaube ich, auch, weil er sich nicht bewegt. Dachte ich mir. Kleiner Goldklumpen. Ich glaube mittlerweile ist es anscheinend dann keine. Da geht man davon aus, weil das hier die Art Nebenquest sein wird, dass es keine Quest gibt, wo ich irgendwie Schatz-Items sammeln soll. Heißt, ich kann die wahrscheinlich jetzt auch ruhig anfangen zu verkaufen, ne? Bisher habe ich sie immer aufgespart. Aber das war, glaube ich, nicht notwendig. Gebiet 3. Okay, hier können wir uns mal weitermachen. Also bleibt der Junge da, wo wir das erste Mal gesehen haben, bei der ein oder derselben Erkundung, wo gemerkt, klar, später wäre er woanders. Oder kann er hier nochmal spawnen? Das wüsste ich sehr gerne, ehrlich gesagt. Aber es ist schon eine kleine Schatzkammer hier unten, ne? Das ist schon krass, dass man alles finden kann hier. Wir kriegen halt aber fast nur dreckige Kleidung und ich bin nicht sicher, ob die es wert ist. Also ich werde sie, glaube ich, nicht waschen, weil es zu gefährlich ist. Oh Gott, Gegner, den machen wir platt. Ey, dreht mal wieder um, mein Freund. Ja, so ist schon besser. Incubusse. Feuer war die Schwäche. Okay. Übergabe. Seit wann stehst du eigentlich da? Ich würde das Maragi nutzen, um alle zu treffen, aber zweimal Agi ist immer noch billiger als Maragi, also machen wir zweimal Agi. Es ist bedauerlich, dass die Incubusse mittlerweile One-Hits sind, weil da kann ich sie nicht mehr rekrutieren, so einfach, ne? Stier, Pixie, Stier. Alright. No match for me. Okay, ja, schon den Weg runter. Oh. Erstmal den Stern mitnehmen. Ich glaube, wir kriegen 80 zusammen, ne? Dann würde ich mich auf jeden Fall noch gucken, dass wir das mitnehmen können. Die Geräusche drin sind echt weird, ey. Das macht mich verrückt über Kopfhörer. Ich würde gerne noch eine Person rekrutieren, ne? Aber das ist nichts Besonderes.
Wie geschwächt habt ihr nochmal? Perfekt. Übergabe für extra Damage, da können wir schießen. Okay. That enemy was really good. Und 80. Nice. I spotted a shadow, Joker. Echt? Ich nicht. Wo? Da, okay, danke. Ja, wo er schläft, aber keine Schätze. Okay, wir haben 80 Stück und ich habe auch ziemlich viele Stempel gefunden. Wir gehen aber noch eine Etage runter. Ich hoffe, dass wir irgendwie was finden, was ein Quick-Travel-Punkt ist. Ich hoffe, dass es hier sowas gibt. Muss es ja. Ihr könnt mich nicht jedes Mal ganz runterfahren lassen, das wäre Wahnsinn. Das ist jetzt ein bisschen mein Ziel, was ich heute erreichen möchte. Und dann gehe ich noch zu ihm zurück. Was wahrscheinlich leider... Bin ich wieder hochgegangen? Oh, Mister! Nee, was? Oder gibt's hier hoch und runter? Oh, hallo. Ja? Bring die Blumen zu mir, falls ihr welche findet. Ich gehe schon mal vor. Super, ja, ich will dir welche geben. Bleib doch hier! Och, Mann. Torf. Okay, dann war ich hier schon. Das heißt, ich bin... absolut verwirrt. Ich wusste, dass ich zurückgefahren bin gerade. Aber er ist irgendwo hier. Das heißt, ich suche erstmal ihn jetzt. Denke mal, ich mache ja immer das, diese Ankündigung, dass er sich gerade auch im Gebiet befindet, dass man das weiß. Das könnte gut sein, ne? Warum ist hier ein Schatten? Aha, weil man die Mauer durchbrechen kann. Okay. Das habe ich jetzt gar nicht erwartet. Und jetzt ist der Schatten auch despawned. Ist der Schatten jetzt wach? Nee, der hat auch eine Blüte, die holen wir uns. Ich denke mal, er kommt immer an und sagt uns, dass er gerade in diesem Gebiet sein wird dann, ne? Ich denke mal, das ist so ein bisschen Hinweis dafür. Aber ich sehe ihn noch nicht auf der Karte, was ein bisschen schade ist. Da ist aber nur ein Raum hinter, glaube ich. Sie müssen wahrscheinlich da lang. Ich heiz mal an dir vorbei, weil ich gerade eher nach einem Jungen suche. Da ist er. Aber wie kommen wir zu ihm? Hier, wahrscheinlich. Ja, hier. Super. Okay, komm her. Lass mich deine Schätze haben. Wie läuft's mit der Erkundung? Eigentlich relativ gut, aber jetzt kann ich mir von dir, glaube ich, dieses 80er-Ding holen, das Ausdauer-Kit S. Da hätte ich gerne eins von. Ja. Jetzt kann ich mir noch einen Seelentropfen gönnen. Ich mach's auch mal, weil besser als wenn man nachher die wegschmeißt, die Blüten. So, aber jetzt gehen wir mal hier zur Kognition. Jetzt haben wir nur 4 Punkte, also ich kann leider die Erfahrungspunkte nicht erhöhen, das ist schade. Ich weiß nicht, ob um Wechselbitten gratis ist. Versteht ihr? Ich mach das so. Weil ich es nicht weiß, warte ich lieber erstmal, bis ich den 5. Punkt habe. Und erst dann hole ich mir den dicken Bonus. Jetzt müssen wir eigentlich nur zur Treppe zurück, ne? Wäre eigentlich klüger. Ja, wir kriegen eine Schatztruhe gefühlt jedes... nicht jedes Mal, stimmt gar nicht. Aber relativ häufig diese dreckige Kleidung. Aber nicht jedes Mal. Ein Seelentropfen ist schon mal schön. Das heißt, wir fahren jetzt wieder raus und gehen wieder runter, weil ich wollte eigentlich runter und nicht hoch. Habe ich ein bisschen gefailt gerade. Ich weiß, ich fahre gerade. Oh. Hörst du jemanden auf, mich zu verfolgen? Noch nicht, offensichtlich. Oh Gott, war das knapp. Ich bin ganz gut durchgeschlüpft, glaube ich. Hui. So war ich, wollte ich runter. Also runter. Ich hoffe, dass ihr wieder runterkommen und irgendwas finden, wo wir Trick traveln können, wie gesagt. Das ist das Einzige, was mich interessiert ist gerade noch. Das ist eine lange Geradeausroute, gefällt mir. Gerne öfter so lange Straßen ohne Abzweigungen. Ich würde die Incubus so gerne killen, ne? Aber also nicht killen, sondern rekrutieren, aber ich kann es nicht mehr, weil ich sie halt immer sofort töte. Müsste schon einen Glückskrit haben oder so. Wenn ich keine Übergabe mache, machen wir auch weniger Schaden. Aber ich glaube, ich kill ihn trotzdem mit dem Feuerzauber, oder? Ich teste es mal mit Maragi, komm. Ja. Die sterben auch ohne Waff. Ich kann die nicht mehr normal rekrutieren. Ich müsste schon Glück haben. Oder die müssen sich ergeben oder so. Ja, schon okay. Nicht so schlimm. Da schläft einer, der ist uns egal, dass noch einer neben ihm, der nicht schläft. Wie mies. Und brauchen wir den Kampf zu sehen? Ich würde sagen, nein. War tatsächlich ein Back-to-Back-Fight. Wahrscheinlich, weil der andere schlafen, wie er so nah dran war.
Aber wir haben es trotzdem geschafft, also kein Problem. Das war wohl bestimmt die schönste Etage bisher, oder? Was meint ihr? Einfach nur durchgefahren. Jetzt hätten wir 5 Stunden. Ach ja, stimmt, die hatten wir auch schon? Hä? Ich bin völlig verwirrt. Ach stimmt, weil ich den vorher gemacht hatte und dann zurückgefahren bin. Klar, natürlich, nicht verwirrt. Alles gut, ich weiß es wieder. Ausruhen. Ausruhen klingt gut. Vor allem, wenn es ein Quick-Travel-Spot wäre. Ja, das sieht gut aus. Das sind Menschen sogar. Hä? Das sind Menschen, oder? No. Naja, ich würde sagen, es sind höchstwahrscheinlich Schatten. Was machen denn Schatten hier? Ist ja nicht so, als könnten sie hier in der U-Bahn einsteigen. Hört ich da aber nicht erst? Fragezeichen. Sie hat angehalten? Oh. Wir sind eingestiegen. Come on, man. Hey, wo fährt der hin? Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, in den tiefsten Teil von Mementos. Was? Hier ist doch echt alles einfach total verrückt. Hey! Und was ist das da auf der Plattform eigentlich? Ist das ein Warteraum? Hätte nicht gedacht, dass hier auch einer ist. Da können wir eine kurze Pause machen. Nutzen Sie gut, Joker. Hey! Aber im Ernst, was ist das hier? Hier greifen uns keine Schatten an, oder wie? Das ist wohl so eine Art geschützte Zone, die getrennt von den anderen Gebieten ist. Warteräume. Von Zeit zu Zeit triffst du Mementos auf Warteräume. Wie im Schutzräume, also sie sind im Grunde wie Schutzräume. Kannst du dort Schnellreisen nutzen und dein Spiel speichern. Super, danke. Very important. Let's do it. Würde Teddy sagen. Okay, Speicher, Speicher, Speicher. Beraten können wir uns auch noch. Würde ich auch gerne machen, wenn ich da mal darf. Well. Sieht der Plan aus, Joker? Mit dem Team reden. Worüber willst du reden? Wie ist unser Stand? Hey. Hey, die Schatten dann neben die U-Bahn, um uns... Die Schatten dann neben die U-Bahn, um ins Innere zu Gwentos zu gelangen, richtig? Wäre es nicht schlau, wenn wir einfach auch einsteigen? Selbst wenn wir das könnten, wüssten wir nicht, was uns dort erwartet. Ich würde zumindest erwarten, dass in der Tiefe mächtige Schatten leben. Das wäre ja der Selbstmord. Kannst du dann nicht einfach auf den Schienen fahren, statt draußen im Mementos wie sonst? Ich muss leider gestehen, dass ich nicht so schnell fahren kann. Und wenn uns unterwegs eine andere U-Bahn begegnet, hieße das Game Over für uns. Klingt so, als sollten wir es am besten mit normalen Methoden erkunden. Mano, da dachte ich, ich hätte ausnahmsweise mal eine gute Idee gehabt. What are your thoughts? Gibt's sonst noch was zu besprechen? Heilen brauchen wir, glaube ich, nicht, danke. Okay, let's go. Dum, dum, ding, 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 ding. Und das ist der 5. Stempel. Super, ich hoffe, Rostik kommt in die nächste Etage nochmal dazu. Das wäre natürlich super geil. Weil ich gehe noch nicht raus. Solange ich noch kann, gehe ich tiefer, ne? Warum nicht? Joker. Oh, Joker, hat es vergessen. Manchmal ist der Weg im Mementos auf unnatürliche Weise blockiert. Die Wände hier sind an den Stellen schwach. Sie sollten da problemlos durchbrechen können. Ja, habe ich schon genutzt, danke. Falls dir das passiert, versuche mitten hindurch zu brechen. Ja, ja. Drücke Mementos A, um brüchige Wände durchzubrechen, die ungewöhnlich aussehen. Durchbrich die Wände so oft, wie es geht. Womöglich findest du etwas dahinter. Oh, und gib uns vor Bescheid, damit wir uns anschnallen können. Ihr solltet vielleicht einfach immer angeschnallt sein. Das kann auch echt cool sein. Wobei natürlich, wir wahrscheinlich schnell raus müssen, wir den kämpfen, keine Ahnung. Hier ist aber ein richtiges Blütenparadies. Und wenig Gegner bisher, fast beunruhigend wenig Gegner. Ah, da ist einer, okay. Natürlich so ein Pollentag abzusuchen ist besonders geil, ne? Weil du halt so viele Gegner einfach stehen lassen kannst und es alles einfacher und übersichtlicher ist. Kann ich die Karte eigentlich auch größer aufrufen? Ja, kann ich. Gut, das ist hilfreich. Alles klar. Wichtig, wichtig. A chest. Talk about. Kleiner Goldklumpen. Mit seems ein kleines like bisschen Geld. Used to fighting. Nice job. I kinda like using whips. Okay, Anne. Alles klar. Irgendwas Neues? Oh ja, die Dinger. Wir haben ja gekämpft, aber noch nicht in normalen Versionen. Wir kennen die Schwächen aber nicht, ne? Doch. Dann können wir die vielleicht sogar zähmen, sag ich mal. Wir brauchen Ryuchi. Oh. Okay, Resisten gegen physische Angriffe, alles klar. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet im Vorfeld.
Jetzt müssen wir noch hoffen, dass er jedes Mal trifft. Okay, einmal noch. Nice. Good job. Euch hätte ich gern dabei, einen von euch. Dann lass uns reden. Ich will rausfinden, ob du schräg drauf bist. It doesn't look like it's in the mood for jokes. Save the witty banter for later. Okay, kein Bock auf Witze. Okay. Oh ja, ich wollte dich mal was fragen, Großer. Vielleicht weißt du warum. Wie ist es denn, wenn man jemanden küsst? Es ist unglaublich. Was sagt mir nichts, damit. Oh, wenn ich wütend bin, werde ich übrigens echt furchteinflößend. Ist es okay, wenn ich jetzt wütend werde? Bitte nicht. Das klingt ein bisschen so, als ob du das nicht ernst meinst, aber okay. Ich weiß nicht, ich bin so verwirrt. Lässt du mich in Ruhe, wenn ich dir das gebe? Seltsamer Happen. Oh shit. Okay, er hat sich nur zurückgezogen. Das war ein Fail. Das war mein erster Fail in der Verhandlung, aber es wird öfter passieren wahrscheinlich. Schade, weil er besser killen könnte für die Erfahrung, ne? Aber es ist halt immer das Risiko. Das ist eine brüchige Wand, oder? There's a treasure chest. Kann man so ein bisschen erkennen. Schade, schade. Schade, Schokolade. Da greifen wir dich auch noch an. Bist du auch noch mal so einer? Oder irgendwas anderes, was ich brauchen kann? Nee. Nichts Relevantes, leider. Wir kriegen schon zusammen, aber es ist einfach. Chaos. Wenn man so schnell handelt, immer ein bisschen chaotisch. Okay. Nächste Etage. Gut, nehmen wir mit. Stempel auch. Das Blöde ist ein bisschen, wenn ich jetzt ihn nicht wiederfinde. Dann habe ich jetzt dann wieder eine Chance, wenn ich das nächste Mal reingehe. Aber dann würde ich wahrscheinlich viele von skippen irgendwann, ne? Und wir haben ja anscheinend Stempel für gewisse Abschnitte. Weil die haben ja extra 8 von 8 von dem Gebiet gesagt. Hey Morgana, Hey, der nächste Bereich fühlt sich irgendwie anders an. Was ist das? Aber das klingt aber nicht gut. Ich hoffe, wir sind keine krassen Bosse jetzt oder so. Oder generell krasse Gegner, die ich nicht besiegen kann. Machen wir dich mal testweise. Okay, nochmal eine Chance für uns, würde ich sagen. Lock mal alle bitte. Wir brauchen eh nur Ryuchi. Nice. Menno, meine Augen jucken. Wenn du mit dem Ding auf mich zielst, gib mir wenigstens diese Augentropfen. Ist okay. Hey, das hast du gar nicht. Bist du so arm? Ich habe keine Augentropfen. Okay, tut mir leid. Scheiße. Das war ein Fehler. Okay, nicht gut. Du müssen die Jiffy nochmal kämpfen. That's not good. Nochmal. Teuer. Ich weiß. Aber wir werden nicht mehr ewig drin sein, das ist okay. Ich hab keine. Ist okay, wenn ich sage nein, nicht auswendigen. Schön, dann unternehme ich eben selbst was dagegen. Hm. Dann lass uns reden. Okay. Ich denke mal, wenn ich die gehabt hätte. Diese Petrich wieder, okay. Wenn ich die gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich ihn direkt bekommen können oder so. Du gemeiner Rüpel, findest du das nicht etwas infantinös? Jetzt da du es erwähnst. Oh, kannst du mir sagen, was infantinär heißt? Oh ja, warum kämpfst du überhaupt, Großer? Kämpfst du, um zu helfen oder die Welt zu beschützen oder so? Ja, genau. Mist, ich komme dir nicht klar, ich merke das schon. Ach, man. Okay. Gut, bei denen habe ich echt noch so Probleme. Ich muss irgendwie aggressiv bei denen sein. Losers. A
Okay. Ja, bisher kein Glück mit den Typen. Done and done. Ich muss meine Vorgehensweise bei denen stark verändern. Die sind schon ein bisschen anders gestrickt als die anderen. Hier schon runter. Ein Stempel, super. Ich gehe mal ganz kurz hier lang. Okay. Das ist nochmal ein langer Weg, den sparen wir uns mal. Ich habe fast schon alle Stempel gesammelt, ey. Und nutze davon gar nichts. Vielleicht kann man die Stempel aber auch für die anderen Etagen auch noch nutzen. Wäre eigentlich sinnvoll, ne? Weil da ist ja verschiedene Stufen der Verbesserung waren. Das würde ja 8 Stück niemals ausreichen. Stimmt. Ja. Tiefe, Gebiet 7. Oh Gott, kann man hier speichern? Hey, diese Wand. Das ist die gleiche Art von Wand, die letztes Mal aufging. Heißt das, dass diese öffnet sich auch? Schauen wir es uns an, Joker. Wahrscheinlich nicht. Ich schätze mal, dass sie sich erst öffnet, wenn wir in der Story weiter sind, oder? Und wir haben dafür aber alle von den Dingern schon mal bekommen. Das ist gut. Also wenn ich hier mal trainieren gehen will oder mal Aufträge bekomme für diesen Ort, dann kann ich auch meine ganzen Bonis einlösen. Scheint sich nicht öffnen zu lassen. Ich dachte, die Wand wäre gar nicht mehr hier. Was zur Hölle? Ich dachte, das wäre jetzt alles offen, weil wir die Öffentlichkeit beeinflusst haben. Nicht ausreichend. Die erste Wand, ja, aber die Wand hier öffnet sich erst, wenn wir den Einfluss verstärken. Okay, glaube ich. Mona, du meinst doch, dass unser Einfluss steigt, je mehr Leute an uns glauben. Vielleicht öffnet sich hier auch, wenn uns noch mehr Leute akzeptieren. Vielleicht. Warum sprichst du nicht einfach mal Klartext? Ist schon okay, unser Ziel ändert sich trotzdem nicht. Die Wand öffnet sich erst, wenn wir hart genug dafür gearbeitet haben. Dann müssen wir sie bis dahin einfach warten, ja. Ich schätze mal, die gehen halt auf, wenn wir wieder so einen großen Storys-Abschnitt geschafft haben, oder? Aber das ist ja schon mal gut, dass wir bis hierher geschafft haben. Weil dann sind wir schon mal safe. Dass die gut weitergekommen sind und gut vorangekommen sind. Ich gehe nochmal ins Gebiet 6 zurück. Oh, super, er ist hier. Das ist gut. Ich gehe nochmal handeln, bevor ich rausgehe. Das ist super. Okay, ich würde fast sagen, für euch ist das, glaube ich, jetzt nicht mehr so relevant, was hier passiert. Das wird auch keine Story-Sachen sein, die ihr verpassen werdet. Du wirst vielleicht auch niemals zulassen. Dann würde ich sofort wieder anmachen und zur Not aufnehmen. Oder neu laden. Ich würde sagen, ich gehe jetzt noch ein bisschen in die Farm, beziehungsweise vielleicht noch einen Dämon rekrutieren, damit ich meine Dämonenliste voll kriege. Und dann sehen wir uns nächstes Mal hier am Ausgang wieder. Ich denke mal, wir können an den Ausgang gehen, ohne rauszugehen, aber wir können speichern. Das ist meine Hoffnung zumindest. Beziehungsweise vielleicht in diesem komischen Warteraum oder so. Und dann gehen wir von da aus zusammen raus. Ich glaube, das ist am sichersten. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.